Genau 100.400 Euro hat die Stiftung Kommun von Sebastian und Veronika Born-Mehner vergangenes Jahr von der Millionenerbin Marlene Engelhorn und deren Initiative Guter Rat erhalten. Jetzt steht fest, wofür die Spende dann auch aufgewendet wird. Es wird einige Projekte geben, die bereits im September starten. Im Volkstheater hinter mir beispielsweise, da wird es um das Thema Demokratie, umkämpfte Demokratie gehen. Und hier wird es in Zusammenarbeit mit dem Volkstheater auch eine Veranstaltungsreihe geben, zusammen auch mit einigen Expertinnen. Das Thema wird hier Rechtsextremismus sein, beispielsweise radikalisierte Masse, Trump und Demokratie, rechte Verschwörungsmythen oder auch rechter Frauenhass. Die Expertinnen, die sind bekannt, beispielsweise Natascha Strobel, Veronika Kracher oder auch Katharina Nockun. Ein weiteres Projekt, das heißt Stiftungswald. Das ist ein Modellprojekt auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern im Herzen des Waldviertels, um aus gefährdeten Monokulturen wieder resistente Ökosysteme zu machen. Auch hier wird man mit einigen Experten zusammenarbeiten. Und dann gibt es auch noch unter dem Hashtag 100 Menschen die Möglichkeit für Menschen, die oft gute Ideen haben, aber vielleicht nicht die Motivation, sich hier auch zu beteiligen, ihre Ideen auch durchzusetzen und konkrete Initiativen auch wirksam werden zu lassen. Und es gibt einen ganz spannenden Ansatz. 100 Menschen spenden jeweils 100 Euro und finanzieren damit diverse Initiativen und Projekte. Ausnahmslos alle Gebühren und Kosten werden dann von der Stiftung getragen. So kommen alle Spenden ausschließlich den vorgestellten Aktivitäten zugrunde. Start dieser Projekte ist im September. Weitere Projekte sollen dann folgen.